Hallo und herzlich willkommen auf Thomas Geiger Car. Heute mit dem neuen VW ID.Buzz. Im Januar noch ein Showcar auf der Detroit Auto Show. Jetzt zum ersten Mal auf den Straßen unterwegs. Am Rande des Concours d'Elegance in Pebble Beach lotet VW aus, wie die Leute auf die elektrische Reinkarnation des Original Bulli reagieren und überlegt, ob es nicht vielleicht doch für eine Serienproduktion reicht. Was das Auto kann, wie es sich anfühlt und was man damit alles erleben kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Diese millionenschweren Einzelstücke mit Samthandschuhen anfassen und viel mehr als bessere Schrittgeschwindigkeit ist nicht drin. Wenn das Auto in 4 Jahren in Serie geht, soll sich das allerdings deutlich ändern. Bestückt aus dem modularen Elektrizitätsbaukasten von VW, bekommt der hinten 150 kW Elektromotor auf Wunsch auch vorne noch einen 150 kW Elektromotor. Macht zusammen 300 kW oder 374 PS. Und allemal genug Dampf, um das Auto flott voranzubringen. Von 0 auf 100 in 5 Sekunden, davon können T6-Fahrer nur träumen. Und 160 km/h sind im Zeitalter des Elektroautos wahrscheinlich auch genug. Der Akku hat 111 Kilowattstunden und reicht für 600 Kilometer. Und wenn man an einem Superschnelllader mit 150 Kilowatt lädt, kriegt man in einer halben Stunde den Strom für weitere 450 Kilometer. Er sieht aus wie der Original-Bulli. Er ist so groß wie der T6, knapp 5 Meter lang, hat aber deutlich mehr Radstand, nämlich 3,30 Meter. Das schafft innen unglaublich viel Platz. Außerdem hat VW Wert gelegt auf ein extrem schlankes, schnörkelloses, cleanes Design, quasi ein iPhone auf Rädern. Es gibt kaum Bedienelemente, nicht mal Türgriffe haben sie eingebaut, sondern man führt an einer Sensortaste entlang, es geht auf und man blickt in ein Wohnzimmer auf Rädern. Total faszinierend am ID.Buzz ist das absolut reduzierte Bediensystem. Auch da stand das iPhone mit seinen ganz wenigen Knöpfen Pate. VW hat es aber noch konsequenter gemacht. Es gibt einfach gar keine Knöpfe mehr. Alles, was ich brauche, sind die Sensoren hier im Lenkrad. Ich wechsle den Gang hier dran. Ich blinke am Lenkrad. Und weil so viel Platz ist, haben sie sich ein nettes Gimmick einfallen lassen und ein schönes Maskottchen aufs Armaturenbrett getan, damit es nicht ganz so leer aussieht, schwebt hier ein Buddha und lächelt mich während der Fahrt an. Der ID.Buzz hat nicht nur einen zukunftsfähigen Elektroantrieb, sondern er ist auch sonst fit for future. Denn VW entwickelt das Auto auch mit Autopilot. Nicht zum Marktstart, aber so ab 2025 wird sich der elektrische Bulli tatsächlich alleine durch den Verkehr bewegen. Und ich kann mich, so wie heute schon im T6, umdrehen. Diesmal allerdings auch während der Fahrt. Das Lenkrad verschwindet dann langsam im ohnehin sehr cleanen Armaturenbrett. Ich drehe mich rum, quatsche mit meinen Mitfahrern, lese was, strecke die Beine aus, gucke in den Sonnenhimmel. Alles prima. Noch eine Parallele zum T6 ist das unglaubliche Platzangebot im ID.Buzz. Dadurch, dass die gesamte Technik im Unterboden verschwindet und die Elektromotoren viel weniger Raum brauchen, ist das Auto innen sogar noch größer als ein T6. Ich kann mich also hier hinten auf dem Sofa bequem hinflözen, kann die Beine ausstrecken oder ich kann bis zu 8 Sitzplätze in dem Auto unterbringen. Und, wie man es vom T6 kennt, sind die extrem flexibel, alles verschiebbar zum Drehen. Wie man sein Wohnzimmer einrichtet, kann man auch dieses Auto einrichten. Das war sie leider auch schon, meine erste Ausfahrt im neuen VW ID.Buzz. Allerdings haben die Leute so begeistert reagiert, und das hat VW natürlich auch mitbekommen,
dass die Wolfsburger mittlerweile eine Serienproduktion entschlossen haben. Dummerweise geht die mit dem normalen ID im Format des Golf los, 2019, Anfang 2020. Dann kommt ein SUV, nämlich der ID Cross, und erst 2022 kommt der sympathische Elektrobus. Verdammt lange, eine schwere Geduldsprobe, aber ich würde sagen, das Warten sollte sich lohnen.